Einen wunderschönen guten Tag alle miteinander. Ich bin der Vince und willkommen zu Folge 4 von X3. Folge 4 von X3. Ja, wie ihr seht, mein Track hier ist wieder an. Ich kann es ja mal kurz auf Pause machen. Ich habe es gerade nur angeschaltet, weil ich gesehen habe, dass mein Aufnahmestarten-Knopf die Kamera verschiebt. Hochmotiviert geht es jetzt in die nächsten Folgen. Wahrscheinlich 2, 3, 4 Stück schaffen wir. Ja, ich möchte mal kurz zusammenfassen, was wir in den ersten drei Folgen so alles erreicht haben. Dazu öffnen wir mal die Galaxiekarte und stellen fest, dass wir schon einiges erkundet haben. Wo haben wir angefangen? Ich glaube, in Herons Nebel haben wir angefangen, richtig? Ja, haben wir. Hier haben wir festgestellt, dass es Erz gibt und dass wir dieses Erz verkaufen können und haben das hier in den umliegenden Sektoren, vorzugsweise in Richtung Süden, schon zu Geld gemacht. Waren aber in der Planung, Menschen zu töten, also keine Menschen, sondern eher irgendwelche anderen Völker, die hier so rumschweben. Dazu möchte ich gleich auch nochmal kurz was sagen, wenn ich das nicht vergesse. Genau, wollten uns auch eine Erkundungstour begeben. Wir sind jetzt hier bis Königsthal gekommen. Und ja, ich weiß nicht, ob das als Spoiler gilt, aber ich sehe das nicht so und... Schiff im Anflug. Hangarpersonal in Bereitschaft bleiben. Ja, gut, das war die einzige Information, schön. Ich denke nicht, dass es als Spoiler gilt. Königsthal ist jedenfalls der ganz... Ja gut, die Karte ist ja hier sowieso immer in Nord, Süd, Ost und West eingeteilt, in die verschiedenen Tore. Also sagen wir jetzt, das ist der ganz nordwestlichste Sektor, also am weitesten oben links auf dieser Karte. Auch wenn man im Weltall schwierig Norden und Westen und Osten und Süden sagen kann und Himmelsrichtungen beschreiben kann. Aber wir nehmen das jetzt einfach hier zur Navigation. Ich denke, das ist ganz okay, zumal das zweidimensional angeordnet ist und uns die Tore ja auch schon in diese Richtung leiten. Das sieht man, könnte man ja jetzt sagen, ist ja einfach, sieht man daran, dass es nur ein Süd- und ein Osttor gibt. Das ist nicht der Fall. Es gibt durchaus auch Sektoren, die hier irgendwo mitten in der Mitte liegen. Der ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber die mittendrin liegen und nur ein Tor, zum Beispiel ein Osttor, haben. Eben nur da erreichbar sind. Also das ist kein Hinweis darauf, wo dieser Sektor liegt. Ich weiß das einfach aus vergangenen Spielen. Wir sind also in der nordwestlichsten Ecke der Galaxiekarte. Und was mir eingefallen ist, während ich darüber nachgedacht habe, wie wir weiter fortfahren, ist, dass wenn wir hier jetzt immer straight nach Süden runter weiterreisen, dann kommen wir irgendwann in diese Yaki-Sektoren. Und wir hatten ja in den vorherigen Folgen schon besprochen, dass die Yakis auch eine Piraten oder Volk sind. Wie gesagt, dazu will ich gleich nochmal kurz was sagen. Also sollten wir vielleicht doch den Weg wieder in Kauf nehmen, zurückzufliegen. Ich weiß es nicht, weil hier nach Osten kommen jetzt die Split und die Teladi. Oder nur die Teladi? Ich glaube nur die Teladi. Nee, das war irgendwie zusammen da. Ganz rechts kommen dann Split und Teladi-Sektoren hier irgendwo. Mit den Jungs können wir aber nichts anfangen, weil ich nicht unbedingt mit jedem Volk Krieg anfangen will. Zumindest nicht jetzt, wo wir ein unbewaffnetes Schiff haben. Achtung, ja. Sicherheitsdienst. Wir haben einen 2, 1, 5 in der Bar auf Ebene 6, Sektion 2. Ja, also für alle, die das nicht wissen, was das bedeutet. 2, 1, 5 steht natürlich dafür, dass jemand der Kellnerin in den Ausschnitt geguckt hat. Da muss der Sicherheitsdienst sofort einschreiten. Ja. Zurück zum Thema. Ich wollte kurz über Rassen und Völker in X reden. Grundsätzlich bin ich kein Mensch, der irgendwelche Menschen, anderen Menschen, in meinem realen Leben in Rassen, Völker oder sonst irgendwas einteilt. Jetzt durch das Spiel hier ist es aber so gegeben und diesen Rassen und Völkern sind auch feste Eigenschaften zugeordnet. Ich wollte das hier an dieser Stelle nur nochmal klarstellen. Eigentlich halte ich es für selbstverständlich, aber man weiß ja nie, wer sich die Videos so anguckt. Und bedingt dadurch, dass diesen Rassen und Völkern fixe Charaktereigenschaften zugeordnet sind, zum Beispiel, dass die Boronen immer Frieden wollen und alle lieb sind und die Paraniden alles Arschlöcher sind, kommt es natürlich hier im Rahmen dieses Spiels zu Rassenkonflikten, auch meinerseits mit den Rassen. Das bitte nicht aufs echte Leben übertragen, denn ich habe da keinerlei Vorurteile. Außer, dass Boronen cool sind und Paraniden nicht. Ha! Naja, das wollte ich nur mal loswerden, ganz am Rande. Wir starten auf jeden Fall jetzt. Ja, ich bin mir immer noch nicht ganz schlüssig. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist unser Handelsschiff hier Erz kaufen lassen. Das können wir zuerst mal kurz erledigen. Weil der Junge, der braucht sowieso, der sitzt im Ausrüstungsstock. Was kann der denn da kaufen? Brauchen wir irgendwas? Nee, wir haben eh kein Geld. 79.000? Nee. Was hast du denn in deinem Frachtraum, Kollege?
drei Einheiten, also nichts. Diese drei Einheiten setzen sich aus irgendwelchen Zusatzsachen, diese Module, die der dabei hat, zusammen. Also geben wir mit erstmal das Kommando zu navigieren. Und zwar, nein, nicht zum Sektor zu fliegen, sondern Navigation, Dock an. Ich könnte das auch alles cool mit den Nummerntasten machen, wenn ich ein Pro-Gamer wäre, aber... Reparaturkräfte bitte zur Andock-Schleuse 6. Es kommt ein defektes Schiff an. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Aber leider sind wir so cool nicht und machen das alles mit der Maus ganz entspannt und langsam, damit ihr auch seht, was hier überhaupt passiert. Der ist jetzt auf dem Weg zur Erzmine und darf da gleich shoppen gehen mit unserem Geld. Und wir machen uns jetzt... Wisst ihr was, wir fliegen jetzt einfach nach Süden. Ich habe zwar keine Waffen, aber Hauptsache zum Yaki-Sektor fliegen. Ich finde das eine total geile Idee. Genau, wir hatten ja eigentlich gesucht nach einem, nach einer Waffenfabrik, ne? Ja, ist egal. Wir fliegen zumindest in den ersten Yaki-Sektor rein und von da aus kann man sich ja immer noch nach Osten bewegen, weil da ist auch dann ein Piratensektor. Und ich möchte auch gerne den unbekannten Sektor finden. Ich weiß so ungefähr, wo zwei verschiedene sind. Zwei verschiedene unbekannte Sektoren. Aber ich weiß das nicht mehr so genau. Erstens und zweitens sind da auch, glaube ich, ziemlich gefährliche Sektoren in der Nähe. Sodass wir unsere Handelsstation, die wir uns hier ercheaten, das hatten wir in der ersten Folge so festgestellt, dass wir die auch gleich beschützen müssen. Und dazu werde ich keine weiteren Cheats einsetzen. Das heißt, entweder wir finden einen unbekannten Sektor, der so sicher ist, dass wir die einfach platzieren können und uns da erstmal nichts passiert. Oder wir finden einen unbekannten Sektor und haben vorher schon genug Schiffe, um da ordentlich Firepower zu geben, wenn uns da jemand auf die Nerven gehen möchte. Erreichersystem. Autopilot deaktiviert. Jetzt habe ich mich in den letzten Tagen natürlich auch mit YouTube auseinandergesetzt und habe mich mit... Ich habe durch Zufall sogar entdeckt, dass Scott Manley, ein englischsprachiger YouTuber, sogar auch ein paar X-Videos gemacht hat, aber dem wurde das wohl nach der fünften Folge zu langweilig oder so, keine Ahnung. Ich habe die Folgen auch nicht alle durchgeguckt. Aber, ja, der macht auch immer ganz coole Sachen, was so Weltraum angeht. Der hat auch richtig Ahnung davon. Ich glaube, der hat auch beruflich da ein bisschen damit zu tun. Ich habe leider kein Hintergrundwissen, was irgendwelche Planetenbahnen etc. pp. Angeht, außer von Kerbal Space Program. Aber... Naja, was soll's. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass alle sich jetzt auf diesen American Truck Simulator stürzen. Ich habe mir noch überlegt, spielst du jetzt X oder nicht? X ist ja, ne, nicht so das spannende Spiel. Aber ganz ehrlich, ich kann hier wenigstens Piraten erschießen. Was machen denn die Leute beim Truck Simulator, wenn dann langweilig wird? Ich meine, naja. Also ich spiele auch Euro Truck Simulator. Ich werde mir jetzt diesen... Vollpreisspiel-Patch für Euro Truck Simulator nicht kaufen, der sich American Truck Simulator nennt. Ich werde mir vielleicht mal irgendwann für einen Add-on-Preis kaufen, weil es ist für mich ein Add-on und kein Vollspiel. Vollpreisspiel. Dann ja, aber so nicht. Nicht für 20 Mäuse, bin ich zu geizig für. Ich habe mir auch überlegt, weil die sich jetzt hier alle auf dieses neue Spiel stürzen und als der Fallout rauskam, habe ich mich ja auch auf dieses neue Spiel gestürzt. Habe versucht, das so ein bisschen als wieder zurückfinden in YouTube zu nutzen. Ich habe aber vor allem jetzt durch die Verstärkung, durch diesen American Truck Simulator, weil ich das ein bisschen verfolgt habe. Erreichersystem, roter Schein. Mann, quatsch mich doch nicht mal voll. Habe aber für mich selber dann entschieden, dass das eigentlich echt Unsinn ist. Ich meine, ich spiele zwar gerne viele verschiedene Spiele und ich wechsle auch hin und her und alles kein Problem. Was haben wir denn hier? Militär, Kolossus. Ja, eigentlich ganz cool. Für alle, die jetzt die Folgen nacheinander gucken. Wir haben uns ja in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge, noch so ein paar Boronenschiffe angeguckt. Das fällt mir gerade ein. Dann können wir uns ja jetzt auch mal die Kolossus angucken. Wir können hier gucken, das ist die M1, also der Träger der Argonen. Träger, hatten wir ja gesagt, hat viele Jäger an Bord, nicht so viele Waffen und so. Aber der trägt seine Firepower halt mit sich rum in Form von anderen Schiffen. Und die argonischen Schiffe... Ja, wie sehen die aus? Also die Boronenschiffe waren ja klar an Unterwasserwesen, sage ich jetzt mal so frei, angelehnt. Also an irgendwelche Fische, Rochen und derartige Lebewesen. Das sieht jetzt für mich nicht nach Lebewesen aus. Das sieht für mich eher so nach Industrie-Ruhrgebiet, Ruhrpott aus. Also natürlich nicht nach Ruhrpott in dem Sinne, sondern...
halt nach irgendeiner größeren Industrieanlage, nach was mechanisch gefertigtem. Aber ihr könnt euch ja eure eigenen Impressionen hier holen und euren eigenen Eindruck machen. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einmal hier, um das Schiff rumzufliegen. Ich hoffe, dass ich den Typen nicht ramme. Sonst wird er nämlich, glaube ich, ziemlich zickig. Das erinnert mich an irgendwas. Ah, ich weiß, an was mich das erinnert. Mit den Antennen da vorne drauf sieht das aus wie ein umgestürzter Wolkenkratzer, den sie einen Motor verpasst haben und jetzt in den Weltraum geschossen haben. Hehe. Gut, schauen wir, dass wir uns da zum Tor bewegen. Achso, ich wollte mein Tracky eher mal wieder anmachen. Was ist das denn? Schiffswerft? Ausrüstungsstock. Hey, warte mal, hast du Waffen in der Tasche? Info. Lager 00. Ach, genau! Ich habe mir noch was rausgesucht, und zwar bin ich wieder auf die Idee gekommen, während ich diese Scott Manley-Videos geguckt habe, dass wir falsch geguckt haben. Wir haben uns ja hier erweiterte Optionen, Waffen, und dann hatte ich ja hier den einen Strich nur gesehen und habe hier unten die Erklärung beim Runterscrollen nicht gefunden. Ich habe den Grund dafür gefunden, und zwar muss man bei Schiff auf Info klicken und dann runterscrollen, und dann sieht man hier kompatible Laser, Impulsstrahlenemitter. Ich hatte also recht. Wir können maximal 4 vom Typ Impulsstrahlenemitter hier an dieses Schiff montieren. Ich kann es immer noch nicht markieren. Habe ich schon Duplex-Scanner hier? Ja, hatte ich, ne? Den hatten wir gekauft, genau. Tor, Wolkenbasis Südwest. Durch da. Das heißt, Impulsstrahlenemitter für unser Schiff sind unumgänglich. Sozusagen. Erreiche System. Wolkenbasis. Autopilot deaktiviert. Man könnte auch mal diese Livestream-Funktion von YouTube ausprobieren. Ne? Ich hatte ja eigentlich gesagt, ich mache keine Livestreams mehr wegen Twitch und bla. Und oh cool, das Neigen geht auch. Geht das rüber auch? Ne, rüber geht nicht. Ich wollte ja eigentlich nicht mehr so bei Twitch aktiv Livestream und so. Aber jetzt, wo YouTube diese Funktion hat und ich mache ja eh YouTube-Videos, könnte man eigentlich... mal. Ich teste gerade hier so ein bisschen mit dem Tracky eher nebenbei rum. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse. Könnte man ja eigentlich mal so ein bisschen und testen und so. Und ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Ja, das ist ein bisschen schade, dass ich so begrenzt bin in meiner Möglichkeit, hier nach rechts und links zu gucken. Also weiter als so geht nicht. Weiter als so geht nicht. Oben weiter als so geht nicht. Unten weiter als so geht nicht. Also jetzt bin ich ganz unten. Ich weiß nicht, ob das in anderen Schiffen anders ist oder ob das so bleibt. Vielleicht werden wir es irgendwann mal in Erfahrung bringen. Aber ich mache es jetzt erstmal wieder aus, sonst wird euch noch schlecht. Ach so! Ich weiß gar nicht, wem es alles so aufgefallen ist. Minen des Imperators. Ach, guck mal, der fliegt. Ach genau, einen neuen Mod haben wir auch noch drauf. Shit, da habe ich noch gar nicht nachgeguckt, ob der funktioniert. Oh. So was machen wir eigentlich nicht während der Folgen, ne? Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Was ist das denn? Plugin Configurations. Das könnte schon das Richtige sein. Ich versuche mal. Ne? Linke Maustaste ist jetzt nicht so die gute Idee. F9 funktioniert nicht, weil mein Dingens da drauf liegt. Was hatten wir denn noch frei? 5 ist belegt, 6 ist belegt, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ist belegt. 12 ist auch mit meinem Tracky Air. F4 würde ich sagen. Wo ist es? Da, F4. Falsch. Jetzt F4. Jawohl. Wähle Monitor. Ja, ist okay, brauchen wir nicht. Yes, please. Kann ich jetzt nicht wählen. Okay, ist egal. Kümmern wir uns später drum oder ich kümmere mich da gleich kurz zwischen den Folgen drum. Ich hatte jeweils... Jetzt habe ich zwei Sachen gleichzeitig zu erzählen. Ist auch schon wieder doof, ne? Womit fange ich denn an? Erstmal fangen wir mit dem Mod an. Das ist wichtiger für euch. Und zwar... habe ich... noch einen Bailing-Mod installiert. Eigentlich kann man, ich hoffe, dass das der ist, den ich irgendwann vor Jahren schon mal drauf hatte.
Da konnte man nämlich einen prozentualen Anteil einstellen, also wie wahrscheinlich, oder eine Wahrscheinlichkeit einstellen, wie wahrscheinlich es ist, dass die gegnerischen Leute aussteigen, wenn man die angreift. Und normalerweise ist es im Spiel so, dass das durchaus existiert, dass irgendwelche Leute einfach aussteigen, wenn man die angreift. Der Haken daran ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Plus, dass wenn die Leute aussteigen, die das erst machen, wenn die Schiffe extrem kaputt sind. Und wenn wir jetzt so ein super kleines Schiff angreifen mit einem relativ starken Schiff, dann passiert das oft, dass die Salve schon unterwegs ist, die das Schiff zerstört, bevor der Typ ausgestiegen ist. Also man kennt das ja, ich kann ja gar nicht schießen. Ich wollte euch das jetzt demonstrieren, aber ich schieße jetzt zwei Salven, sage ich mal, im 1-Sekunden-Abstand. Die erste Salve trifft das Schiff und nimmt praktisch 75% von der Hülle weg. Dann steigt der Typ aus, die zweite Salve ist aber schon unterwegs und kommt eine Sekunde später an und das Schiff ist geplatzt. Mit dieser Wahrscheinlichkeit, und es sind auch nur bestimmte Schiffe gewesen, mit dieser Wahrscheinlichkeit können wir für jede Schiffsklasse einzeln genau einstellen, wie wahrscheinlich es ist, dass da die Piloten aussteigen. Und ich wollte das eigentlich so machen, dass die erstens ein bisschen eher aussteigen, dass man vielleicht noch eine Salve Zeit hat. Und dass es auch für jedes Schiff eine Wahrscheinlichkeit gibt. Also, dass man auch theoretisch ein ganz großes hier, diesen T1, den wir zum Beispiel da gerade gesehen haben, ein T1 theoretisch auch erobern könnte. Natürlich werden wir die Wahrscheinlichkeit da, wenn der Mod funktioniert, entsprechend anpassen, dass das nicht allzu oft passiert. Ja, auf der Suche nach dem Südtor. Seht ihr eins? Ich sehe keins. Es muss aber eins geben. Gab es hier keins? Ich meine, es gab eins. Was war das jetzt hier? Minen des Imperators. Ja, genau, wir sind ja schon. Ach nee, das ging erst nochmal nach rechts und dann durch zwei Pyramidensektoren. Und dann zu den. Dann wieder nach links und zu den Yaki, glaube ich. Ja, dann fliegen wir jetzt durchs Osttor. Ich weiß gar nicht, ob ich da rein darf. Die Pyramiden lassen einen normalerweise nicht rein. Wenn der Ruf nicht entsprechend ist. Und ich glaube, bei dieser Händler. Autopilot Oh. deaktiviert. Oh, diese Autopiloten, die reagieren manchmal sehr spät. Wo ist das Osttor? Tor Paranid Prime. Werden wir ja jetzt sehen, ob wir da reinkommen. Das zweite, was ich noch zu erzählen hatte, mein Monitor. Ihr werdet wahrscheinlich merken, wenn ihr jetzt von Folge 3 in Folge 4 gesprungen seid, dass sich euer Bild verändert hat und auch die Auflösung. Ich habe es nämlich endlich vollbracht, mir einen neuen Monitor zu kaufen, beziehungsweise System Paranid Prime. kurz warten, ob wir jetzt angefunkt werden. Autopilot deaktiviert. Aber anscheinend nicht. Hier in den Paranidensektoren kenne ich mich gar nicht aus, weil ich eigentlich mir immer die Jungs zum Feind gemacht habe. Aber wir fliegen jetzt hier einfach mal ganz cool durch. Müsste auch irgendwo so eine Information stehen zu diesem Sektor hier. Paranidenzentrale Sektoren. Ja, das heißt, wir dürfen auch in die zentralen Sektoren. Finde ich ja cool. Ja, dann erkunde ich ja mal den Sektor. Also vergangenen Samstag, genau, wir haben ja jetzt schon fast Ende der Woche, vergangenen Samstag war ich auf der Arbeit und hatte plötzlich die spontane Idee, dass ich unbedingt einen neuen Monitor brauche. Und habe dann meine Freundin nach Mediamarkt geschickt, die sich zwar erst ein bisschen gewehrt hat, aber dann mehr oder weniger freiwillig nach Mediamarkt gefahren ist für mich. Ja, ich weiß, dass ich meine Freundin sehr zu schätzen weiß. Oder zu schätzen wissen sollte und ich tue das auch. Ja, jedenfalls hatte ich dann, als ich abends von der Arbeit gekommen bin, um 10:30 hier einen brandneuen Monitor stehen. Und das Ding ist tatsächlich auch auf dem Stand von 2016 und nicht auf einem Stand von 2005 oder so. Erreiche System, imperialer Grenzbereich. Autopilot deaktiviert. Und neben dem Fakt, dass wir jetzt hier eine volle, vernünftige 1080p-Auflösung genießen können, hat das Ganze noch einen zweiten Vorteil. Der Monitor ist nämlich scharf und nicht so verschwommen und scheiße wie der alte. Und ich sehe tatsächlich wieder Gegner in Armor. Ja. Ich habe mich ja ein bisschen erschreckt. Immer, weil ich weiß nicht, irgendwie ist das mit den Armor-Teilen immer schlimmer geworden.
Und ich war früher in Arma 1 und in OFP eigentlich mal ein ganz guter Spotter und habe meine Gegner auch sehr souverän selber gefunden. Und entdeckt und mich dann eben entsprechend um die gekümmert. Und in Arma 2 war es schon echt nicht mehr ganz so nett. Aber in Arma 3 ist er so weit ausgeartet, dass ich spiele immer gerne mit Marco zusammen, dass der Marco mir teilweise einfach nur sehr genau gesagt hat, wo die Gegner sitzen. Sind da, das Tor suchen wir. Sehr genau gesagt hat, wo die Gegner sitzen. Und ich einfach dahin geschossen habe, ohne tatsächlich irgendeinen Gegner zu sehen. Und das zum Tode des Gegners geführt hat. Das war natürlich auf Dauer irgendwie keine coole Lösung, weil ich selber habe nie Gegner gesehen, sondern immer nur verschwommene Matsche. Was war das? Nichts. Autopilot deaktiviert. So, jetzt müssten wir hier langsam schon... Aufklärer. Also hier gibt es schon die ersten Yaki und ich glaube, das ist sogar vielleicht schon... Ja, das ist ein unbekannter Sektor. Also hier diesen Sektor könnte man sich jetzt zum Beispiel schon mal nehmen. Weil hier steht Rasse unbekannt, Bevölkerung unbekannt, Planeten 2, bla bla blub, brauchen wir alles nicht. Aber das ist zum Beispiel einer dieser Sektoren, die als unbekannt gelten, die gehören keinem. Also sehe ich es auch nicht unbedingt als superkriminellen Cheat an, wenn wir uns da so ein Hauptquartier reinbasteln. Ich möchte aber nicht unbedingt diesen Sektor hier haben, because Paraniden und so. Und ich mag die Typen nicht. Wir können ja gleich auf dem Rückflug mal einen davon anfunken, dann wisst ihr, glaube ich, warum. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, jetzt mit dem neuen Monitor sehe ich tatsächlich selber wieder meine Gegner in Arma und es war so traumhaft. Wir sind auf den Wasteland-Server gegangen mit dem neuen Monitor. Ja, der Vince, der hat sich dann mit so einem Laser-Dingen auf den Berg gelegt und dann... Oh, Gegner, bumm. Irgendeiner hat ihn erschossen. Oh, Gegner, bumm. Irgendeiner hat ihn erschossen. Oh, Gegner, bumm. Tot. Und dann lagen wir da und der Typ, der mir am nächsten lag, mit dem ich zusammengespielt habe, der hat dann innerhalb von, weiß ich nicht, 5 Minuten oder 7 Minuten oder so 10 mehr Kills gehabt, als er vorher hatte. Und Vince war glücklich, weil er endlich wieder Gegner gesehen hat. Das heißt, man könnte jetzt theoretisch auch, da fliegt schon wieder so ein Pilot rum, ich suche das Schiff dazu. Das heißt, man könnte theoretisch jetzt sogar mal wieder Arma-Videos machen. Hier muss es auch irgendwo ein Südtor geben. Wo ist denn das Osttor? Das Osttor ist da. Da. Asteroid. Nein, ehrlich? Das ist ja jetzt nicht wahr, ein Asteroid, ich glaube nicht. Was ist das? Das ist ein großes Schiff. Ja, zum Glück sind die Yaki... Paranit, Militär, Ares. Oha. Ferngelenkter Gefechtskopf. Her damit! Her damit! Zum Glück sind die Yaki nicht aggressiv. Also, wie gesagt, ist ja auch eine Piratenrasse. Der Unterschied ist, dass die normalen Piraten einen sofort angreifen. Also die sind am Anfang, außer man ist selber Pirat und startet hier das Spiel als Pirat, sind die immer feindlich. Oh, Feinde? Moment, da muss ich mich mal eben zuerst drum kümmern. Liegt aber jede Menge krank rum. Ich weiß gar nicht, ob das alles in den Frachtraum reinpasst. Und ich weiß auch nicht, was mir eben als Feind angemeldet wurde. Frachtraum enthält nun ferngelenkter Gefechtskopf, Asteroid, Disruptorrakete. Ja, Raketen sind natürlich voll cool, weil wenn wir welche haben, können wir uns zumindest Frachtraum enthält nun Disruptorrakete. Im Notfall noch verteidigen. Was mich viel mehr interessieren würde, ist, ob hier irgendwo... Da, der wird beschossen. Yaki, Fujin. Ah, der ist leer. Geil. Mantis-Rakete. Ja, egal. Kümmern wir uns gleich Yaki, drum. Yaki, Fujin. Dann kann ich euch endlich mal zeigen, wie man hier so ein Schiff übernimmt. Also das ist jetzt leer. Das sieht man daran, dass es einfach leer ist. Das ist... Ist das überhaupt leer? Nee. Das ist gar nicht leer. Das lebt noch. Scheiße. Ach genau. Wenn ein Schiff leer ist, dann verliert das seinen Rassennamen. So war das. Also, Mantis-Rakete. Der hätte, die Frau hätte dann nicht mehr Yaki Fujin gesagt, sondern die hätte nur noch Fujin gesagt. Und diese, was ist das? Hab ich vergessen. Guck ich gleich. Muss mich mal eben hier auf die Rakete konzentrieren. Ey. Nein! Frachtraum enthält nun Mantis-Rakete. Diese komische... Paranit, da. Militär, Ares. Was ist das hier? M7? Ja, M7. Diese komische M7 schießt hier mal Raketen rum.
Da bin ich überhaupt nicht von begeistert, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Achso, anfunken wollten wir die auch mal, ne? Paranid, Militär. Sie sprechen mit dem Automatisierer. Keine Zeit, Sie stören gerade. Verzeihung, der Angriff. Ich habe den doch gar nicht angegriffen. Ja, aber wie ihr seht, auch wenn man die Bilder oben nicht sieht, ich weiß immer noch nicht warum, sind die Typen echt nicht freundlich. Sie sprechen mit... Okay. Ich habe mich jetzt einfach bei ihm entschuldigt für den Angriff, den ich nicht gemacht habe. Nein, nicht so schnell. Oh, verdammt. Frachtraum enthält nun Moskitorakete. Ups. Frachtraum voll. Ja, das ist natürlich jetzt schlecht. Wie sieht's denn aus? Hier ist er wirklich voll? Ja, tatsächlich. Aber man kann mal schauen. Hier sind nur noch ganze Haufen Raketen. Schiffe kann ich hier leider keine sehen. Ich werde auf jeden Fall gleich zwischen den Folgen, ist ja nicht mehr lange, dieses Bail-Skript mal gucken, ob ich das jetzt hier vernünftig eingefügt habe oder ob ich wieder Kacke gebaut habe und das möglicherweise zum Laufen bringen. Ich kann jetzt natürlich nicht so viel machen, weil ich ihn irgendwo docken und speichern kann. Das bedeutet, dass ich es wirklich erstmal nur testen kann und ich möchte natürlich die Folge gerne von hier weitermachen. Wir gehen da also auf Nummer sicher und viel kämpfen tun wir im Moment eh noch nicht ohne Waffen. Das heißt, wir können getrost darauf verzichten, auf diesen Krempel momentan. Ich wüsste halt gerne, ob es funktioniert und ich will gerne wissen, wo dieses verdammte Tor ist. Man kann übrigens auch diese Raumanzüge einsammeln. Ich jetzt natürlich nicht, mein Frachtraum ist voll. Da ist das Tor. Und ich habe keine Lebenserhaltungssoftware. Die braucht man. Aber man kann die Leute dann einsammeln und man kann die entweder als Sklaven verkaufen oder man kann die als Marineinfanteristen ausbilden. Man kann die, glaube ich, sogar an Stationen abgeben und als Kriminelle. Also man kann schon einiges mit den Jungs anfangen. Ich lasse die jetzt da rumschweben. Sollen sie verrecken. Erreiche System. Okrakoks Sturm. Autopilot deaktiviert. Wo sind wir denn? Das ist ein Yaki-Sektor. Genau, jetzt sind wir bei den Yakis zu Hause. Eigentlich, also dieser Okrakok, der da, das ist eigentlich irgend so ein paranidischer, weiß ich nicht, Gott-Anführer oder irgendwie sowas, glaube ich. Also das hier war ursprünglich mal ein Paraniden-Sektor, von der Story her. Das hat sich jetzt nicht hier in dem Spiel schon so entwickelt, sondern das ist ein reiner Story-Aspekt. Yaki, Ryu. Alter, die haben ja richtig große Schiffe. Ui. Sondern vom Namen her würde ich daraus schließen, dass es sich hierbei irgendwann mal um einen Paraniden-Sektor gehandelt hat. Senators Ödland. Auch dieses Senator und so, das ist alles so Paraniden. Namens Style. Erreiche System, Senators Ödland. Ja, ich würde gerne irgendwo... Yaki, Chukaro. Die sind aber auch alle gut gesichert hier, die Brüder. Yaki-Börse. Yaki-Börse, irgendwo andocken, wollte ich sagen. Nehmen wir die Yaki-Börse. Andockerlaubnis erteilt, Autopilot aktiviert. Und dann kann ich mich sogar zwischen den Folgen vernünftig um diesen Bailing-Scheiße kümmern. Zack! So, wir hatten jetzt ganz viele Folgen, die länger waren. Die hier wird ein bisschen kürzer. Bin ja auch schon. Ja, mache ich doch gerne. Sind immerhin schon 29 Minuten, bis ich Tschüss gesagt habe. Sind sowieso die 30 voll. Also, für alle, die jetzt gerade keine Zeit mehr haben, weiter zu gucken, ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich freue mich darauf, wenn ihr weiterguckt und ich freue mich natürlich können auch. Sie kämpfen? Ja. Wollen etwas für die Sicherheit tun? Geht nicht, ich habe keine Waffen. Kaufen Sie sich eine Polizeilizenz und sorgen Sie für ein sicheres Universum. Erhältlich in jeder Handelsstation. Ja, ja. Ich freue mich natürlich über jede Form von Kritik und Anmerkung und Daumen nach oben. Daumen nach unten finde ich nicht so cool, aber was soll's. Werde ich wahrscheinlich auch überleben. Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.